Herzlich willkommen in der Schule. Ihr seid vielleicht zu Hause, aber allein lernen können wir auch gemeinsam. Wir wollen heute Brüche multiplizieren. Ein Viertel mal drei. Und ihr wisst, hier kann auch ein Kreuz stehen. Das Rechenzeichen bedeutet als Punkt oder Kreuz das Gleiche. Ein Viertel mal drei. Ein Viertel dreimal sind drei Viertel. Jetzt wird es etwas komplexer. Ein halbes mal zwei Drittel. Ein halbes mal zwei Drittel. Ein halbes mal zwei Drittel. Ich könnte davon immer ein halbes nehmen und dann hätte ich ein Sechstel und dann hätte ich wohl zwei Sechstel am Ende. Aber ich gehe mit euch einen anderen Weg, weil später braucht ihr den. Ein halbes mal zwei. Und aufteilen soll ich das auf drei. Das geht mit den Halben nicht gut. Würde auch mit Vierteln nicht funktionieren. Ich muss sie auf drei aufteilen. Also tausche ich das in Sechstel. Und das tausche ich mir auch in Sechstel. Und jetzt kann ich es wahrscheinlich gut auf drei aufteilen. Und der eine bekommt zwei Sechstel. Drei Siebtel mal zwei Drittel. Drei Siebtel mal zwei. Drei Siebtel mal zwei. Aufgeteilt auf drei. Es bekommt jeder zwei Siebtel. Also wir schauen ja immer, was der eine bekommt. Zwei Siebtel. Zwei Drittel, ich schreibe jetzt nicht mehr mit. Zwei Drittel mal eins, also die sollen einfach so bleiben, aufgeteilt auf drei. Mhm.
Also eine ähnliche Aufgabe hatten wir schon. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich, was zu tun ist. Aus Dritteln müsst ihr 3 Teile bauen. Drei Neuntel. Drei Neuntel. Und jetzt könnt ihr das gut aufteilen. Und das Ergebnis ist 2 Neuntel. Ja, viel Spaß beim Multiplizieren.